Sieht aus, als wenn ein Widerstand durchgebrannt wäre. Ein was? Den gab's ein paar Jahrhunderte vor der deutronischen Schalltechnik. Verstehe. Der User Marina wünschte sich mehr Elektrik- und Elektronikthemen in Sophia Transistor-Videos. Hm, besser als nix, darum hier ein kleines Let's Repair Carrera-Bahn-Auto. Bla bla bla. Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Let's Play-Video. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Elektronik. Also kein Let's Play, zum Thema Platinen-Troubleshooting anhand eines defekten Carrera-Bahn-Autos. Auf der Suche nach Verschiebungsströmen habe ich mir ein Spielzeug gekauft, wo ich sicher bin, dass da ein Netzteil dabei ist, wo ein Trafo drin ist. Das ist leider kein Nostalgie-Teil, sondern eher so ein Lizenzprodukt. Also mache ich jetzt hier wieder ungewollt Werbung oder Markenverunglimpfung, je nachdem. Ihr werdet sehen. Ich bin Speed. Speed. Ich bin schnell wie ein Blitz, deshalb heiße ich Lightning. Konzentration. Schnell wie ein Blitz. Ich bin Speed. Das ist ja meine klasse Selbstmotivation. Haben Sie sich das ausgedacht? Ja, allerdings. Auf die Plätze. Fertig und na also, wer sagt's denn? Das hat sich gut angefühlt. Werbung. Und wenn man was Technisches untersucht, da ist so eine genaue Typenbezeichnung hilfreich. Das Ding gab es vergünstigt auf einer Messe. Und zwar im November 2019. Zu einer Zeit, als es noch Menschenansammlungen an Messeständen gab. Hier, das war der Stand. Ich habe irgendwie nur 5 Sekunden davon gefilmt, heimlich. Und das Teil gab es da zu kaufen, da steht's. Es war ein Fail-Kauf. Hat 60 Euro gekostet. 60 Euro für eine 8. Hat er verrückte 8 gesagt? Aber ich hatte halt gedacht, als Elektrotechniker, da muss man sowas unbedingt besitzen. Also der Karton war auf jeden Fall schon benutzt, sah benutzt aus. Und als ich damit spielen wollte, habe ich festgestellt, dass eins der Autos nicht funktioniert hat. Wie sollen wir ihn Ihrer Meinung nach reparieren? Warten Sie, zuerst müssen wir diese beschädigte Röhre entfernen. Kein Problem. Ist nur ein bisschen Kabelsalat. Ihre Kenntnisse von dieser Technologie sind höchst beeindruckend. Danke. Ich hab's. Eindringlinge. So, das hier ist die tolle Carrera-Bahn. Ein Auto funktioniert, beiden Seiten. Also, das Auto hier. Das rote, das hat nicht funktioniert und das gelbe schon, aber das rote ist halt das Wichtige, weil das ist der Hauptcharakter. Also, nicht, dass ich mich da besonders auskenne. Ja, und das andere ging gar nicht. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Habe ich das aufgeschraubt und repariert? Ich hatte es erst aufgeschraubt und mir hinterher überlegt, das Ganze zu dokumentieren. Deswegen ist das jetzt hier schon auf. Long story short, woran hat's gelegen? Hello, IT. Have you tried turning this off and on again? Kalte Lötstelle, ganz klar. War nicht sonderlich schwierig, war halt ein Kabel. Eine kalte Lötstelle war, was weiß ich. Eine kalte Lötstelle ist ein Verbindungsversuch, der an zu kalter Erhitzung gescheitert ist. Hier in dem runden Ding, am Boden des Autos, wo auch die Schleifkontakte dran sind, also quasi der Spannungsabnehmer, Energieabnehmer, wo dann auch der Strom durchfließt, der ist mit 2 Kabeln mit dem Rest der Platine verbunden. Ja, die Versorgungsspannung ist bei der Fehlersuche immer meine erste Anlaufstelle und der Fehler war auch damit direkt gefunden, denn das schwarze Kabel, vermutlich das Groundkabel, hatte laut Multimeter einen wackeligen bis unendlichen Widerstand von Stromabnehmer bis zur Platine des Autos. You kidding me? Look at all this crap. It's like a million wires in here. Was für ein Auto fährst du eigentlich? Na, ein rotes, ist doch klar. Ja, da habe ich meinen 15 Euro Amateurlötkolben und einen alten, nach Zusammensetzung unbekannten Lotrest rausgekramt und alles erhitzt. Bleifreies Lötzinn ist Stand der Technik und zum Standard bleifreies Lötzinn hat eine Schmelztemperatur von 220 bis 230 Grad. Ich bevorzuge als Löttemperatur für alles, was ich so mache, 350 Grad. Da ist man auf der sicheren Seite, sind für den Dauerbetrieb ausgelegt, außer ihr habt eine 10 Euro billig Lötstation, dann ist wieder eine andere Hausnummer. Bei der Aktion muss man darauf achten, dass man sich nicht das schwarze Plastik des Stromabnehmers irgendwo verschmort. Meine Strategie in so einem Fall, das Lot separat schon mal vorerhitzen und zerschmelzen und vielleicht auch einen kleinen Lottropfen an der Spitze hinbekommen, den man dann zur Lötstelle hinführt. Diese Lötspitze erstmal mit ein bisschen Lötzinn benetzen, dass da ein Tropfen Lötzinn drauf ist und somit kann ich es auch löten. Jetzt machen viele den Fehler, naja, ich gebe jetzt hier anständig Lötzinn drauf auf die Spitze, habe jetzt hier eine schöne Kugel Lötzinn drauf und mit dieser Kugel Lötzinn löte ich jetzt den Kupferdraht. Das kann
auch schon mal funktionieren. In der Regel benötigt man zum Löten aber immer, hat man im Lötzinn drin Flussmittel. Das ist das Zeug, was hier so dampft und auch so nicht sonderlich gut riecht, wenn man lötet, damit das Lötzinn aufs Kupfer überhaupt fließt, damit das Kupfer vorbereitet wird und überhaupt diese Verbindung mit diesem anderen Metall eingehen will. Deswegen der wichtigste Schritt, wenn ihr lötet, Lötzinn und Lötkolben gleichzeitig zur Litze hin, da braucht es in der Regel eine dritte Hand, damit ihr es irgendwo eingespannt kriegt. Anders funktioniert das leider nicht. Ohne Flussmittel keine Chance. Anschließend nochmal mit Multimeter überprüfen, ob die zuvor kalte Lötstelle nun widerstandstechnisch überbrückt ist. Fast 0 Ohm ist okay. Die meisten Fehler kann man mit einem Multimeter ausfindig machen. Mit Hilfe der Durchgangsprüfung kann man testen, ob alle Bauteile richtig verlötet sind und keine Verbindungen bestehen, wo sie nicht sein dürfen. Als nächstes Lötkolben ausmachen und vorm Zusammenschrauben im Feldversuch vortesten. So, Auto behelfsmäßig draufgestellt und achten Sie bitte auf die Hinterräder. Ich hab's gesehen, ist das drauf? Es funktioniert! Ich hab's repariert, das ist Wahnsinn, oder? Es funktioniert und ist anscheinend kein Allradantrieb, aber besser als gar kein Antrieb. Jetzt mit Fingerspitzengefühl reinklipsen und dann die Schräubchen wieder reindrehen. Ich persönlich bin aber kein Schraubenmeister, ich mache mir da öfters das Gewinde kaputt. Kleiner Profi-Tipp, so kleine Schräubchen nicht lose fliegend auf dem Küchentisch liegen lassen, sondern auf einen umgedrehten Tesakrepp sammeln oder in ein kleines Kistchen einsperren, damit die nicht flöten gehen. Denn mir ist doch glatt eine Schraube abhanden gekommen. Und wo habe ich sie wiedergefunden? Genau. Am Magnetteil des Gleichstrommotors, dem Stator, da wurde die Schraube da festgehalten. Karosserie montieren? So, auf diese Aufnahme hier schraube ich jetzt die Schrauben wieder rein. Sehr spannend. Okay, jetzt kommt der große Crashtest. Ne, warte, wir müssen erst noch die Dinger hier dran machen. Jetzt wird's enge, Queen. Eine Massenkarambolage. Neue Reifen aufziehen. Ist gar nicht so einfach. Jetzt kommt der Crashtest. Genau das brauche ich jetzt. Ein richtiges Rennen gegen richtige Rennwagen. No. Ich bin Speed. Computer, Programm starten. Bürger der Erde, ergib dich. Leiste keinen Widerstand. Ich bin Bob. Ergib dich. Der Roboter wurde neutralisiert. Darf ich jetzt wieder gehen? Kommen Sie, Seven. Geben Sie dem Spiel eine Chance. Die Galaxie ist in Gefahr. Ich kann ja mal Licht abmachen. Jetzt habe ich ja hier Lichter und auch die Reflexion. Egal, es muss keine perfekte Aufnahme sein. Follow-up-Themen zu diesem Video könnten sein, wie funktioniert eigentlich so ein Slotcar und was passiert bei Kurzschluss, also wenn man zum Beispiel ein Pfennigstück auf die Leitlinien legt. Ich sammle ab sofort kreative Kommentare zu diesen Quiz-Fragestellungen. Da ist es. Hier. Steht sogar drauf. Transformer. 2x 14,8 Volt. Zweimal. Zwei Autos. 2x 1 Ampere. EU. Made in China? Nee. Was wollte ich dazu sagen? 14,8 Volt ist jetzt nicht groß. Es ist Kleinsignal. Es ist eine gute positive Versorgungsspannung für die IGBT-Treiber. Allerdings, ich sage mal so, auch Kleinsignalspannungslevel kann man extrem niederohmig kurzschließen, sodass du da einen beträchtlich hohen Kurzschlussstrom fließen hast. Ich erinnere mich noch grob an meine Jugend. Das ist jetzt auch schon Jahrzehnte her. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Funkenüberschläge hier mit dem Ding. Also es liegt nicht immer Spannung an den Schienen an, aber wenn man dann aufs Knöpfchen drückt, dann schon. Wieso baut man heutzutage auch immer noch so Netzteile mit Trafos drin, Trenntrafos oder so? Und vor allen Dingen hier bei diesem Kinderspielzeug, sind das Sicherheitsgründe? Begrenzt das den Strom vielleicht noch, wenn man hier sekundärseitig aus Versehen kurz schließt? Ist bestimmt auch eine Kombination aus beidem, aber ist auf jeden Fall ein Trafo mit dabei an irgendeiner Stelle des Stromrichters. Aufstellen. Primärseitig Eingangsspannungsbereich 100 bis 240 Volt und 800 mA. Sekundärseitig 14,8 Volt und 2x 1 Ampere. Ungefähr 30 Watt. Hier haben sie sogar richtig hingeschrieben Volt Ampere. Safety Regular Production Service Made in China. Bei dem Carrera Evolution Netzteil gibt es sekundärseitig 2 Stecker. Das finde ich jetzt für ein Spielzeug ein bisschen sicherheitskritisch, weil wenn die hier lose rumfliegen und so zufällig so aneinander kommen, ich weiß nicht, ob das so sicher ist in jeder Betriebssituation. Also die schön auseinanderhalten oder erst in die Buchsen in der Bahn einstecken und dann das Netzteil in die Schuko-Steckdose. Oder was noch gut wäre, wenn hier wenigstens sowas mitgeliefert wird, so ein Draufstecker aus Plaste, der das Ganze isoliert, wenn das nicht verwendet wird. Wenn zum Beispiel nur ein Auto funktioniert, der Depp, der so ein kaputtes Teil kauft, also. Das weiß man ja nicht, wenn das noch in der Verpackung ist. Ansonsten hätte ich bei Interesse meine besten Tipps und Tricks zur Fehlersuche bei Reparaturambitionen in Zusammenhang mit elektronischen Platinen. Natürlich nur die Profi-Tricks. Also mit Infrarotkamera, Handauflegen und Geruchskontrolle. Ja, dann bis zum nächsten Mal irgendwann. Bis dann. Tschö mit Ö und ciao. Und ja, es wird an der richtigen Stelle. Oh, sehr schnell. Sehr heiß. Okay.
Okay, aber ich kühle hier jetzt auch nichts. Ja, ja. Der Schalter ist sehr, sehr heiß geworden. Ja, es war zu erwarten.